Und damit ein herzliches Willkommen. Verspätet, aber es kommt. Und das freut uns auch am Ende. Zurück bei Echo. Mit natürlich dem lieben Fussel. Hallöchen. Ja, verspätet. Unglaublich, oder? Ja, Mensch, Fussel, erzähl doch mal, was ist los? Naja, wir Oder wollten was ist passiert? aufnehmen, weißt du? Und hatten uns da verabredet und waren bester Dinge. Und da sagt das Spiel so: Ey, auf deinem Server läuft voll die falsche Version, weißt du? Kommst hier nicht rein. Und wir so: Ja, aber wir sind ja, weißt du, ne? Und nee, sagt er: Kommst hier nicht rein. Falsche Version auf Server, nix reinkommen. Ja, und dann haben wir Nitrado angeschrieben, weil Nitrado stellt uns ja kostenteuer hier in, ne, den Server sozusagen in Rechnung. Also wir kriegen ihn nicht geschenkt, sondern wir müssen da ordentlich für latzen. Ja, und nichts passiert. Und ja, dann konnte man nicht aufnehmen. Und jetzt ist schon wieder Dienstag. Ja, so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Es ist Dienstag 8 Uhr, wohlgemerkt. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ja. Ich will es nur sagen. Ja, das ist halt Es die ist. völlig falsche Einstellung, ne? Sag ich dir gleich dazu. Aber das nimmt man ja auch immer wieder wahr, wenn man so dich und von der Arbeit reden hört. Naja. Ich Normalerweise wäre ich hab. heute nicht vor 10 aufgestanden. Ja, das ist mir klar. Also, ich habe heute schon richtig was geleistet. Ich habe schon Prison Architect aufgenommen. Ich habe schon Sea of Thieves geschnitten und all sowas. Ja. Fleißiges Fusselchen. Ich habe es geschafft, mir meinen Kaffee zu machen. Mit Und du Stolz hast auf dich mich. nicht dabei verbrüht. Das ist die große. Also das ist Eben. normalerweise, legst du ja immer die Hand unter die Kaffeemaschine, auf die Heizplatte. Und erst wenn der fiese Schmerz da ist, fühlst du dich überhaupt erst lebendig, ne? Ja, eben. Ja. So, was machen wir denn heute? Erstmal die Wildnis wieder bekämpfen, weil die ziemlich weit vorgedrungen ist. Ja. Und ansonsten würde ich unser Rampenprojekt, glaube ich, weitermachen, weil Machen wir einen da auf sind wir ja noch ein bisschen Rampensound. hinterher. Sehr gut. Genau. Da war noch keiner dran, ne? Wobei die. Ach ja. Ach ja. Richtig, ja. Ja, stimmt. Oh, scheiße. Oh nee, wer ist denn auf die Idee gekommen? Was denn jetzt schon wieder? Oh, ich stehe gerade an der Rampe und denke mir: Ach du Scheiße, ist das tief. Oh je. Ich glaube, das war deine Idee. Ja. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, Gottes Willen. Das würde ich nie machen. So. Haben wir das alles mal wieder sortiert? Das ist sehr schön. Ach ja, die schöne Echo-Musik. Hier gibt's Musik. Ja. So ganz leicht, aber es gibt sie. Genau. Das ist noch Eieiei. der Raucherhusten, weißt du? Nach den ganzen Qualm aus der Rippenleiern. Ach, schau mal, wie schön es aussieht. Ach. Wenn das mal in Real Life so wäre, Dann warst du heute noch nicht auf meinem Twitter-Account, oder? ich Da habe ich nämlich gerade war. eben ein wunderschönes Nee, Bild ich hab ja, gepostet. im Gegensatz zu dir, habe ich ja schon mal gemacht. Ich war aber heute schon auf Twitter, also insofern, aber da warst du ja noch schön am Schlummern. Da habe ich mich schon um Twitter gekümmert, Naja, weißt hätte ich jetzt aber da gesagt. Nein, weil wir hatten da heute einen wunderschönen Sonnenaufgang. du? Ja. Ja, dann musst du dir angucken. Und alle anderen auch. Ja. Also auch auf Und da Twitter. hast du dann nackt Ja. am Balkon gestanden und dir den angeguckt. Natürlich. Bäh. Bäh. Vorsicht, sonst hacke ich dir in die Füße. Wäre nicht so gut. Ja, das stimmt. Vor allem war das jetzt auch wieder nicht so schlau hier, weißt Warum hast du es denn jetzt schon wieder gemacht? du? Ich komme doch hier nicht mehr raus, weil da. Ach ja. Irgendwie glaube ich, brauchen wir noch ein paar Stockpiles, oder? Kann das sein? Pff, ach nee, du. Wir schmeißen einfach alles in den Ozean. So, aber was ich mal machen wollte, ich habe doch hier anscheinend noch ein paar Fähigkeitspunkte zur Ja, ich Verfügung. habe, also wir hatten ja, wie gesagt, den ein oder anderen Problem. Und deswegen hat sich auf der Server-Config ein bisschen was geändert. Na?
Das heißt, wir kriegen jetzt auch mehr XP sozusagen. Jetzt weiß ich, also weil mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, oder hatte ich zarte Panik, dass wir für... Ist der Wagen auch voll? Oh, scheiße. Dass wir für gewisse Dinge sehr viel Geld ausgeben müssen, beziehungsweise Materialien ausgeben müssen, und das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen intervenieren. Außerdem kommen wir sehr zögerlich weiter, sodass auch die Umlaufbahn des Meteor nochmal angepasst werden musste, weil sonst hatten wir nicht mehr ganz so viele Tage über. Und wenn dann einer sagt, ah, oh, das ist aber Cheaten. Nee, das lag an der Server-Problematik von Nitrado. Also wenn, dann ist Nitrado schuld. Die können nix. So. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Warum stehst du da oben rum? Bist du schon wieder aus dem Internet raus? Ich rede hier wieder mit mir selber. Ich brauche, glaube ich, Nee, ich sechs bin hier gerade Monitore. am. Ach so, er schläft einfach noch. Was ist wieder eingepennt? Naja. Nee, ich bin hier gerade am gucken, weil ich habe jetzt gerade nämlich alles geskillt, was man skillen kann. Und ich habe immer noch 19 Skillpunkte übrig. Und ich habe meine Sprintfähigkeit verbessert. Es wird aber Zeit. Ja, ne? Oh. Wir sind ja hier dabei, hier abzubauen, deswegen bauen wir hier mal weiter ab. Haben wir eigentlich noch irgendwo Rampen? Ich guck gerade mal. Ja, da sind Rampen. Hast du nicht welche gebaut gehabt? Keine Ahnung. Meine ich jetzt einfach mal zu behaupten? Also hier kommt auf jeden Fall die nächste Rampe hin. Ja, wir gehen doch weit. Doch, ja, weit. Oscar Wilde oder so ähnlich. Oder war das Oscar Wilde? Man weiß es immer nicht so genau. So. Das Blöde ist nämlich, wenn man die Rampen hat, ne, in der Hand, dann kann man ja nichts anderes in die Hand nehmen. Ich kann das Problem. Gib mir mit meiner Rampe auch so. Hast du die auch gerade in der Hand oder was? Naja, natürlich. Und ich dachte, das wäre der Fischotter, der hier so riecht, weißt du? So, hattest du denn noch Rampen in Auftrag gegeben? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nein. Also ich habe die hier unten mal reingebaut, dann müssen wir die da rausnehmen, damit wir immer wissen, wo wir gerade bauen müssen. Und dann füllen wir einfach auf, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das heute schon schaffe, geistig. Was eine Rampe zu bauen. Ja, mir vor allem im Gehirn festzuhalten, dass ich vier in die eine Richtung muss und so weiter. Ich vertraue mir da heute nicht so. Weil es ja auch Ach für so. mich eine mörderunmögliche Zeit, ne? Muss ich ja sagen, bin ich nicht gewöhnt. So. Not enough room in your inventory. Not enough, not enough. So, das alles raus, das raus. 10. Das muss auch weg hier. Sag mal, du hast eine neue Tastatur, ne? Kann es sein, dass du eventuell das mit den XP ein bisschen zu übertrieben eingestellt hast? Ja, das ist gut möglich. Also, weil ich habe nämlich gerade mir den Skill abbauen, also Bergbau, geskillt. Ja. Zwei Steine abgebaut und bin schon Level 2. Ich wollte so sagen. Ja. Bist also der geborene Bergbauer. Was hätte ja witzig sein können, weißt du?
Aber nicht um 8 Uhr in der Früh. Du, kannst du mich mal hier rauslassen? Ich komme hier nicht mehr raus. Hallo. Hier was wegbauen und so, dass ich vielleicht... Danke. Ich muss eh meine Spitzhacke reparieren, weil ich ja noch so eine Steinspitzhacke habe. Dann gucke ich mal, ob wir da hinten noch Sachen in Auftrag geben können, ne? Okay. Wobei, wir könnten mal eben, jetzt weiß ich es nicht, also den Stein hier raus. Ich hatte das ja mal alles irgendwie sortiert, dann nehmen wir das da rein. Wenn ich dir den Wagen, da ist ja, naja, jetzt passt genug Sand rein. Nee, kannst du noch benutzen. Sonst hätte ich den mitgenommen. Okay. Oder haben wir noch einen zweiten hier? Wo ist denn der zweite? Nee, der steht hinten. Bei den Truhen, bei der Samenbank und so. Ah, okay. Steht der andere. Ah, sonst könnten wir mal Glas in Auftrag geben. Achso. Hunger habe ich auch schon wieder. Ja, das ist, weil ich die ganze Zeit im Steinbruch schufte, weißt du? Aber irgendwie bei mir passiert aber wenig mit XP. Ich weiß auch nicht. Irgendwas habe ich falsch geskillt. Kann das sein? Kann gut sein, ja. Oder gilt das für mich nicht? Wobei ich habe 25 Sterne. Also das ist ja gigantisch, möchte ich sagen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, lass es uns an der Stelle lieber etwas einfacher machen, dass wir vielleicht nur noch wenig Material brauchen, weil das Spiel wird ja nicht dadurch besser, indem wir... weißt du ja, ne? Weißt du, was ich sagen wollte? Ja, es geht ja eh nur darum, dass man weniger Kalorien oder sowas verbraucht, das ist ja... Ja, solche Sachen und dass du vor allem auch beim Schmelzen dann nicht 20 Metalle brauchst, um einen Barren rauszukriegen, sondern dass du vielleicht mit 4 auch noch hinkommst. Das ist aber doch auch völlig in Ordnung, weil... Was bringt es denn, wenn wir das Zehnfache abschürfen müssen? Das ja, ach, das haben wir schon. Holzbearbeitung haben wir. Komm, wir haben genug Sterne, dann setzen wir da auch einen Stern hin. So, wir können ja überall Sterne hinsetzen, nicht? Da ist schon ein Stern. Samen sammeln, da kommt auch ein Stern hin. Metzgerhandwerk, ja. Hast du denn noch irgendwas gelernt? Hast du noch ein Buch oder so fertig gemacht? Weil wir können sie ja beide lernen, das ist ja nichts mehr. Wir können ja eigentlich alles lernen. Buch habe ich nicht mehr gemacht bis jetzt. Okay, dann gucke ich gleich mal eben, was wir noch an Büchern machen können. Schmelzen hat schon einen Stern. Selbstverbesserung ist fast Level 7. Na dann. Tauchen brauche ich nicht. Du meinst diese Selbstverbesserer, ne? Genau. Genau, genau. So. Achso, ist voll. Okay. Einen Schneider haben wir noch gar nicht. Alles klar. So, ich hatte nämlich extra bei mir schon mal des Fertigkeiten, den Forschungstisch und die Lagerplätze, wo wir die Bücher reinschmeißen, eng miteinander verknüpft. Ich hoffe, alle Bücher. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwo ein Buch gesondert hingelegt hast. Wir haben aber eine Zentraltruhe dafür, ne? Damit wir immer wissen, welche Bücher hergestellt wurden. Wir können ja beide aus den Büchern partizipieren, dass wir nicht beides mal dieselben Bücher herstellen. Willst du vielleicht noch ein paar Stockpiles mitbringen? Nö, eigentlich. Okay. Ja, natürlich, klar. Wenn wir welche brauchen, dann haben wir denn noch irgendwo welche? Mal gucken. Also hier sind noch 2 drin. Dann hätte ich noch 3 sozusagen. Meinst du, wir kommen mit 3 aus? Zumindest für die heutige Aufnahmefolge. Aufnahmesession. Ach, für die ganze Session gleich. Ja, dann...
Nahrungsmittel, das ist alles okay. Das sind Kürbissamen. Ach so, deswegen. Da oben ist auch noch Essen. Warum habe ich hier plötzlich Werkzeuge drin? Wo sind Werkzeuge drin? In meinem Inventar, in meinem Rucksack sind plötzlich sowas wie eine Sense und eine Eisenspitzhacke. Da stelle ich mir allerdings die Frage. Ich weiß, du irgendwas geskillt hast. Ja, aber möglich. Ich weiß das dann nicht. Und ich habe auch eine Eisenspitzhacke. Ich habe doch gerade aber noch mit Stein gearbeitet. Dann stelle mir natürlich die Frage, habe ich die wieder vergessen? Natürlich. Ah, du kannst dir so sicher sein, wenn irgendwo eine Eisenspitze oder eine Spitzhacke fehlt, dann habe ich sie. Ich weiß, wer es war. So. Ist das ein besserer Bogen? Bogen und Bogen. Nö. Dann lege ich mal mein altes Werkzeug hier ab. Und auch das neue, was ich nicht brauche, wie zum Beispiel die Sense. So. Dann Stockpile. Das war doch irgendwann mit Lager, ne? Lager groß, kleines Lager, Lager hier. Ich stelle nochmal 5 her. Und dann müssten wir doch auch, Erdrampen müssten doch auch hier irgendwo sein, ne? Also ich meine, die wären da gewesen, aber wir gucken auch mal, hier müssten eigentlich auch noch welche sein, oder? Ne, hier ist nur Stein. Ja, Schätzelein. Erdrampen. Ganz oben. Dafür brauchen wir Erde. Ne, Sach. Haben wir gar keine Erde hier? Kann ich mir gar vorstellen. Haben wir gar keine Erde hier? Was? Nie im Leben. Hier muss doch Erde sein. Stimmt. Schaut doch mal hinten bei dem anderen. Da müssen doch genug Erde aus der alten Mine. Müssen wir doch genug Erde rausgezogen haben. Im Holzkarren ist noch Lehm, aber ansonsten hier ist wirklich kein Stockpile, was Erde hat. Das ist aber doof. Na gut, das hier ist nicht verknüpft, ne? Weil das zu weit weg zu sein scheint. Aber das hier mit dem Stein ist voll. Oder so gut wie voll. Nee, das ist auch voll mit Lehm. Aha. Das ist nämlich gar nicht Erde, das ist Lehm. Aha. Und es wird schon wieder dunkel. Yay. Ach ja, das passiert. Das ist ja. Da gibt's ja Schlimmeres. Dafür wird's draußen in der Real-Life-Welt wird's hell, weißt du? Na gut, da habe ich die Tiere los zu, das sehe ich nicht. Damit bloß nix reinkommen, weißt du? Ja, um Gottes Willen. Ja, wahrscheinlich wohnt da auch noch ein Erdgeschoss. Ja, gucken die Nachbarn alle rein. Na, was machen denn die Familie vom Niklat? Ist der immer noch am Pennen? Deswegen ja die Tiere los. Hier ist aber auch ganz viel Müll drin, finde ich. Vor allem, weil wir jetzt ja auch Schlacke bekommen, ne? Ach ja, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Ich sehe schon, wir werden die nächsten 300 Folgen immer noch damit beschäftigt sein. Mit der Rampe? Nö, das geht schon. Ja. Ich bin da positiver Dinge.
Aber wenn du möchtest, ne? Das liegt natürlich nur bei dir, aber wenn du möchtest, dann darfst du jetzt den Feierabend hier einleiten. Möchte ich gleich. Lass mich hier das kaputt machen. Richtig, erstmal zerstören. Wieder ein Stufenaufstieg. Ach ja. Na, sei froh. So. Bringen wir das hier noch einmal hier oben rein. Ja toll, jetzt ist hier kein Platz mehr. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Wir werden die Rampe weiterbauen. Wir werden noch so viel schön viel Zeug machen. Ich freue mich, dass Echo wieder funktioniert. Und ansonsten schaltet doch morgen auch wieder ein. Natürlich auch beim Fussel und bitte. Was denn? Wünschen wir auch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen. Wir sehen uns zu einem neuen Let's Play Echo. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.